how is it with nationalisms in music? Are the Germans the better Beethoven players? Are the Hungarians the better Brahms players? Is that something in the blood, or doesn't it matter? Sometimes yes, for some traditional music, but I think the evolution of classical music and classical musicians, it's so important last, I don't know, 20 years that, I don't know, I think each nationality can play each composer, no? It's the world become smaller and smaller, so we understand different things. And, ist das wirklich so? Also ich meine, ihr Österreicher habt es einfach, ihr habt Mozart, ihr habt Beethoven im Endstadium, ihr habt Schubert, ihr habt alle. Aber ist das etwas, das doch schon so ist, dass man mit seiner nationalen Kultur aufwächst und sie irgendwie im Blut hat, oder? Natürlich, es geht auch um gewisse Schulen, also dort, wo man lernt und dort mit der Musik, mit der man sich umgibt, vielleicht auch unbewusst, die ist einem natürlich näher oder am nächsten und scheint einem natürlich aus der Seele zu sprechen. Und das ist eben, wie Nemanja auch gesagt hat, speziell für Volkstöne oder alles, was zum Beispiel im Liedhaften durch die Bevölkerung weitergegeben würde, so wie Mundpropaganda. Das kriegt man natürlich dann auch nur dann am besten mit, wenn man vor Ort aufgewachsen ist zum Beispiel. Aber es ist eben, Musik ist absolut nichts Exklusives. Also es gibt auch keine eine Wahrheit. Und das ist das Schöne. Also jeder darf auch interpretieren, das liegt ja schon im Wort. Und so kommen wir erst auf den Farbenreichtum, wie zum Beispiel auch ein Beethoven gespielt werden kann. We know that from Brahms. Brahms took music from everywhere. And I mean, we have this big discussion everywhere now with emigrants coming from Africa, coming from everywhere to Europe, or going the other way around. The world seems to become much smaller than it was in the time this music was composed. What can we learn from classical music? What has to do with the situation we are in today? I think it has to be, I don't know if you agree, but it's of course important to keep the traditions of playing, but it's also much more important to create new traditions and to live in the epoch where you are born, you know. So and to play music like we play today. That's how it's gonna be part of the history also in, I don't know, in how many years, but. So it's just important to have the inspiration of everyday life and to play the music as you feel. Kann Musik den Leuten erklären, dass wir alle Einflüsse aus allen möglichen Ländern brauchen? Ich glaube, in der Musik ist vieles nicht so festzumachen wie zum Beispiel in der Politik oder einfach schon in Diskussionen, die mit dem Wort geführt werden, weil in jedem wird eine andere Emotion, eine andere Verbindung, ein anderes Bild, eine andere Erinnerung ausgelöst, wenn er etwas, ein Stück Musik hört. Und insofern gibt es schon mal nicht diese festgezuchte Meinung, die man damit verbinden kann. Und das ist, glaube ich, was Schönes. Das macht es auch, hält es auch interessant. Deswegen nutzt sich auch ein Musikstück nicht ab in dem Sinne, weil man es jeden Tag mit jedem Interpreten, der es anders spielt, neu hören kann. Und das ist was Spannendes. Das ist jetzt alles unglaublich theoretisch. Nimm doch mal das Ding da. Und jetzt, wie unterschiedlich kann man denn zum Beispiel fünf Töne spielen? Also wie lernt man etwas nach Noten und wie macht man Musik draus? Das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Wollen wir es ja mal hören einmal. Ja, naja, also zum Beispiel bei dem Stück, das wir heute spielen, wenn ich einfach nur spielen würde. Würde man das jetzt vielleicht nicht unbedingt zuordnen können, aber wenn ich dann in dem Sentiment spiele, wie es dann kommen soll, dann wäre es wirklich und so weiter. Ne? Also das wird entschieden aus dem Moment? Ein gewisser Charakter und eine gewisse Struktur, die dann mal vorgegeben ist, mal offen gelassen, lenken dann die Musik in die Richtung, in die es der Komponist möchte, aber auch in die, in dem man es selber fühlt gerade. Das heißt, ja. How is that on the violin? I mean, we talk about Hungarian music. What is typical, what is important for the technique on the violin to have this Hungarian character? Actually, you know, I think the instrument is just an object.
So I'm not the right person to speak about the technique of the instrument, because I think it's just the way how we can express what we have inside of us. For Andreas, it's clarinet. For me, it's violin, because I don't know, I always wanted to sing, you know, to have that possibility to be a singer, but I don't have the voice, the good voice. But you can try. You can try. No, I'm sure that I couldn't express myself through the clarinet. That's why sometimes when you have great artists, I make the difference between an artist and musician, you know, and it's so important to have someone who will just forget you what is your instrument. You know. Yeah, come on. But I learned the violin as well. But my way of learning the violin is not musical at all. You know, I never made it to put any emotion in this. So tell me, how do you practice? Yeah, I didn't practice. I did. How do you put emotions, for example, in a simple scale like that? I forgot everything about technique, and I try to sing. I sing inside of myself, and then fingers. When I start to think about, as soon as we try to explain, it's over. No. Yeah, no. When you start to explain, and when you start to think about how you do the things, then it's over. So we stop explaining, and we just listen to you making music. Thank you very much for this interview.